Hey ho, meine lieben Leute, hier sind wir, hier ist eine weitere Folge, was auch immer. Heiken Sieg mit dabei ist, Dekinai und Muffin. Nein! Stimmt doch gar nicht, du Blitz. Und ich werde ja schon gestalkt, ich weiß nicht warum. Ey, geh mal weg, ey, Mirko. Fame und so, ne? Ja, voll die Stalker. Wir. Ja, genau, ich wurde auf einmal rausgekickt aus der Lobby. Ja, einer ist rausgegangen, es ist einer rausgegangen. Oh. Der drin? Du bist jetzt nicht im Spiel. Warte, ich versuch's. Einer muss rausgehen. Das ist doch für Eierköpfe. Also hier gibt's einer, der der mag mein Skin. Der ist auch zu geil hier. Er ist geiler als einer. Komm nicht rein. Oh ja, ich kann ja den Block auswählen. Fällt mir rein, vielleicht den Tille. Ich nehme einfach die Werkbank, weil die immer am Rätseln ist. Und du kommst jetzt nicht rein, das ist doof. Dann in der Ofen. Du hast auch die Glock schon? Ja. Wurde auf einmal aus der Lobby rausgekickt. Ja, voll wahrscheinlich der wegen so einem Premium-Spieler oder so. Jetzt geht's aber auch bei uns los, das ist es. Muss ich mich jetzt irgendwo verstecken? Guck erstmal, du bist ein Ofen. Jetzt such dir eine Ecke, wo die Ofen am besten ist. Ja, dann egal, ich rede einfach so mit. Ja, vielleicht kriegst du. Also ich werde, weil das meine Lieblingsmap ist, einfach in den. Die haben die Stelle gefixt. Es gab mal eine Stelle, da konntest du dich reinpacken und die konnten dich nicht schlagen, weil du unter einer Schiene standst. Das haben sie rausgenommen. Das geht nicht mehr, schade. Ganz normal, in der Werkbank ist hier in dem Raum ganz normal. Erzähl doch mal was Schönes. Ja. Oh, meine Klassenfahrt war auch richtig hart geil. Auflaufen. Ja, wenn du willst, kannst du ja was erzählen. Ja, von mir aus. Also, ja. Wir waren am ersten Tag hatten wir so eine Stadtrundführung in Bremen halt. Haben wir uns alles in der Innenstadt angeguckt. Ich war halt auf der Kirche, ich habe mir ein paar Mumien angeguckt. Und dann waren wir im zweiten Tag, also am zweiten Tag oder so, waren wir dann in so einem, keine Ahnung, Universum, keine Ahnung wie das hieß. Ja, da konnte man richtig viele Dinge machen und so. Ich werde gerade. Haha, die Kinder, muss mich suchen. Oh ja, ja, und halt am dritten Tag, da sind wir dann zu einem Hafenmuseum gefahren, haben uns das da angeguckt und dann danach hatten wir Freizeit, sind dann Döner gegessen gegangen und dann habe ich natürlich wieder richtig übertrieben, habe mir natürlich wieder einen Döner geholt mit Tabasco-Soße. Ja klar, doch, läuft bei Ihnen. Mit kompletter Tabasco-Soße. Mein Kumpel, der hat sich den auch geholt. Der ist fast nie scharf. Ja, ich hab den so hart ausgelacht, Alter. Der musste schon Feuer spucken, so sah das aus. Okay. Also eine Werk. Natürlich haben fand ihn eigentlich ganz normal. Natürlich haben wir täglich geschrieben fast. Ja. Leider wurde das aus diesen Treffen leider nicht. Ja. Weil, ja, Mittwoch waren wir halt richtig hart beschäftigt. Also, chillig zu Hause saß. Ja, der alte Mongo, Alter. Ja, und Donnerstag aber, wollte er nicht kommen, der kleine. Ich hatte aber trotzdem vorzufahren, aber dann ging's mir morgen noch nicht so gut und dann hab ich's doch gelassen. Ich hör einen. Ein Pimmelkopf, Alter. Ich glaube, ich lese das Dicky. Ah, hab ich also gesehen. Kann sein. Guck mal, es gibt noch 5 Heider. Es gibt noch 5 Heider. Die 5 Heider sind Heider wird gerade verfolgt. Also bist Werkbank. So. Ich bin die ganz normale Werkbank, die nicht in, die einfach irgendwo im Freien rumsteht. Ganz chillig hinter dir. Ist natürlich Ali. Hallo. Hallöchen. Wir sind nur noch da ist einer. Eine Hivebank.
Tokens 22, Credits 0. Okay. Wunderbar. Wir haben immer noch 115 Sekunden. Und wir sind nur noch. Also meine Heider sind mal wieder nur zu dritt. Und jetzt du nur noch bist zu zweit. Also es kann nicht sein, wir sind nur noch zu zweit. Ja, läuft bei uns. Und du bist eine Werkbank. Du bist verdammte Werkbank. Nein, ich bin der einzigste Heider noch. Wo bist du, blöde Werkbank? Ich bin der einzigste Heider noch, hab noch 90 Sekunden. Ich weiß auch, was du bist, und du bist eine Werkbank. Dickinai, du Spasten! Dickinai war derjenige, der mich gefunden hat, das war krass. Schwasse, okay, also das hätte ich nicht gedacht, dass die Seeker mal wieder gewinnen, das ist so selten. Wie wär's denn? Schafft ihr es in 6 zu kommen? Ah ne, das ist voll geworden. Dann lass doch einfach in 9 gehen. Weil wir Jolo sind. Kommt ihr mit der 9? 9. Ja, oder wo ist 9? Da in der Nähe von der 11. In der zweiten Reihe. Wo ist die 11? Already connecting to the server. Ach, da kann man nicht joinen? Nope. Stimmt, da kann man nicht joinen. Wer ist mit 14 oder 13? Ja, welchen nehmen wir denn? Wir nehmen 14, weil der ist schon etwas länger am Restarten. Ja, das Restarten dauert hier ein bisschen leider lange. La la la. Hier ist irgendwie... Ja, Restarting dauert irgendwie. Also der am schnellsten da ist, der John rein. Zwischen 3... Beide gleichzeitig? Ja, dann nehmen wir die 14. Ich hasse das, ey. Ja, dieses Warten, also. Nee, ich hasse meinen Husten. Oh, guck mal, 13. Ich kann nicht in die 13, doch. 13 join. Und wir sind wieder in welchem Lotus Survival Villa Hotel. Ich weiß nicht, welchen ich nehmen soll. Ich glaube, ich vote für die 6. Einfach aus Yolo. Lotus? Wie denn? Wie votet man denn? Vote und die Zahl. Und ich chill hier gerade. Ich will zuerst mal nach dem Siegpunkt, der da erbracht wird. Den letzten also Sieg. Glück, ne? Die Sieger haben auch nur gewonnen, weil du ein Spasten warst und wusstest, was ich bin. Dieses Mal sage ich es dir nicht. Ich krieg sowieso in den letzten 10 Sekunden wieder meinen geilen Auswahl. Ich kann den Block auswählen, den ich will. Wie sieht das Voting-Ergebnis aus? Es sieht nach Hotel... Nee, Lotus. Lotus ist eine Map, wo Schiffe und so gibt. Also lol, geil. Ah, ich weiß, was ich für ein Item jetzt schon nehmen, wenn das müsste die sein. Ich weiß gar nicht, Muffin, kannst du das? Was? Hast du schon den Kompass? Freigekauft nee. Mit Tokens, aber du bist noch gar nicht so lange auf dem Server, deswegen... Ich hab 22 Tokens. Ja, du brauchst glaube ich 2000. Ja, dann... Ja, nicht. Okay, noch ein paar Sekunden, Dekinai, dann wählen wir aus. Ich weiß aber auch schon, welchen ich nehme. Und ich sag es nicht. Ich nehme den gleichen, komm. Ja, jetzt hab ich den. Kannst du den auch? Lol, du kannst auch? Haben sie das geändert? Ja, was nehme ich denn? Also, ich habe jetzt irgendwas gewählt. Nimm Bücherregal. Jeder kann den. Weil wir hätten das alle Bücherregal haben, tralala. Ich packe hier gerade durch die Map an, nee, doch nicht. Ah, ich bin ein Sucher. Ach, du bist einer der Sucher sogar. Du warst Seeker. Du bist also gleich der Start sogar, alleine bist du da. Du musst also den ersten killen. Also ich habe mal wieder mein Lieblingsversteck in dieser Map, deswegen wusste ich nämlich von Anfang an, welches ich wählen muss. Mhm. Dann bin ich jetzt auf mich allein gestellt. Ja, wenn du der einzige. Interessant. Alles okay bei dir? Muffin, bist du gut versteckt? Mhm. Gut. Also das ist ein bisschen auffälliger, Diamantenblock oder was auch immer du bist. Ich? Nee, ein anderer.
Da sehe ich doch einen Kürbis. Ein Kürbis, also das ist der, das ist, den kannst du dir zusätzlich dazu kaufen und das ist der auffälligste Block, den es gibt. Ah, lala, ich chill mal wieder hier so schön. Also jetzt. Ja, ja, machst du auch immer. Was haben wir denn noch Schönes zu erzählen heute? Ja, alles. Ja. Oh. Da, ich hab den. Du bist so ein kleiner. Oh, ein paar Leute haben sie schon mal, ey. Ob sie mich finden, das ist die Frage. Oh, Wichskind, Alter! Es gab meine Aufnahme, da war mein Bruder und noch andere Leute dabei, da habe ich mich auch an dieser Stelle versteckt. Ich bring dich um, Dekinai. Dekinai ist ein Spaß. Ich finde voll viele gerade. Ja. Was kleine Eier. Dekinai ist ein paar Spasten. Dekinai hat das. Das doch nicht. Ey, Dekinai. Junge, ich rage dich gleich übel hart weg hier. Wie war's denn da so schön in der Nähe meiner Nase zu sein? Du bist mir gerade irgendwie voll wurscht. Okay, finde ich auch gut. Wenn die anderen dich doch suchen. Die anderen finden mich nicht. Glaube ich nicht. Aber 200 Sekunden ist noch eine Menge. Ja, so ein Rauschen. Was? Ja, die ganze Zeit ein Rauschen. Ja, von dir. Du rauschst nämlich auch? Nee, vom Spiel. Okay. Ja, dann. Ach so, du haust die ganze Zeit? Ja. Ja, komm von da. Und der nächste, also es gibt schon zwei Leute, die sind bei mir so stumpf vorbeigelaufen. Der dritte eben auch. Läuft bei denen. Läuft. Erzähl doch mal was Schönes. Ja, was soll ich denn erzählen? Hast du irgendwas? Keine Ahnung, erzähl doch mal irgendwie. Habt ihr irgendein bestimmtes Thema, was wir mal ansprechen wollen? Ja, keine Ahnung. Wir sprechen jetzt über Dekinai. Okay. So. Dekinai ist ein kleiner Junge. Ja. Der ist mit 5 Jahren ausgezogen und ja. Ja, was kann man dazu sagen? Er musste Geld verdienen mit Prostitution. Ja, Muffin. Ich weiß ja echt viel über mein Leben. Ja und dann hat er einen kleinen Anfall nach einiger Zeit, weil er zu hart durchgenommen wurde. Ja, ey, das wusste ich noch nicht. Hat er Halluzinationen gehabt oder also, was? Das wusste ich jetzt auch noch nicht. Okay. Ich denke mal, das reicht aber auch heute schon über ihn. Das sonst würde ich das, auch sagen. Sonst wird das zu viel und das ist auch. Lol, mein Internet. Lol, abgekackt. Wird vom Server gekriegt. Ja. Ja, läuft bei dir. Ja, durch, das ne? Nennt man Lecker, ne? 99 Sekunden. Bei mir sind jetzt bestimmt schon 10 Leute vorbeigelaufen. Da drunter war Dekinai und Muffin. Du bist bei mir auch, aber ich hab's. Da hast du gerade schön über Dekinai erzählt. Aha. Gut zu wissen. Dekinai noch da? Mhm. So, ich dachte jetzt kackst du gleich noch am Außen-TS ab. Läuft bei dir. Ihr seid alle unten im Wasser, ihr seid ja auch. Jetzt habe ich meine Position fast verraten. Ey, du bist da hinten auf dem Boot. Ich seh dich! Du läufst über den Boden! Was bin ich denn für ein Block? Workbench. Genau, ich bin nochmal in der Workbench. Konnte man das überhaupt hier auswählen? Weiß ich gar nicht. Ja, konnte man. Ich glaube nicht. Da rennt einer. Ich bin alle rennen hinter denen her, 5 Stück rennen hinter denen. Verpiss dich. Ich sehe das gerade, die 5 hintereinander laufen. Ne? Verpiss dich. Geh! Läuft bei denen. 4. 3 Leute noch. Ich würde mal sagen, das geht wohl an die Seeker, weil mich werden sie in den letzten Sekunden nicht mehr finden. 2 Tadam! Ich war im Bücherregal. Ihr Spasten. Du warst was? Ich war ein
Bücherregal. Noch eine Runde oder? Hm, weiß nicht. Ich weiß nicht, wie lange wir schon für diese Runden gebraucht haben. Ich finde einfach, es reicht auch erstmal. Weil Hide and Seek Runden sind nach einer Zeit auch langweilig und so. Weil da hast du eine Zeit, da stehst du nur rum und so halt. Na gut, dann sage ich einfach bis zum nächsten Mal und tschüss, haut rein. Tschüssi.